Ich finde, das sieht so ein bisschen aus, also so wie so ein Down-Gesicht. Also Down-Syndrom. Dieses, ne, das ist ja auch so. Und dann diese schmale Oberlippe. Bei ihr ist das Philtrum noch mehr verstrichen als bei mir. Bei mir ist es mittlerweile ein bisschen, hat sich verwachsen. Ne? Und die Stirn ist so irgendwie riesig. Ja, schon. Naja, ich würde schon sagen, dass das auch eine typische Veränderung im Gesicht ist vom FAS. Sophie ist ein Alkoholkind. Sie hat FAS, das fetale Alkoholsyndrom. Ihr Gehirn ist geschädigt, weil Jenny, ihre Mutter, in der Schwangerschaft ab und zu getrunken hat. Jenny erzählt ihre Geschichte, weil sie weiß, was Alkohol anrichtet. Sophie entwickelte sich anders als andere Kinder. Ihr IQ liegt knapp über 70. Kein Arzt fand eine Erklärung dafür. Bis Jenny selbst auf die Idee kam, Sophie einem Spezialisten für alkoholgeschädigte Kinder vorzustellen. Nicht lachen, meine Süße. Im Mai 2016 bringt Jenny ihre Tochter in die Charité. Vier. Zu Professor Hans-Ludwig Spohr. 2,2. Und machst du prima. Guck mal um eine Decke. Ja. FAS-Kinder erkennt man an den verkürzten Lidspalten, an der Form der Oberlippe, an einem zu geringen Kopfumfang. Professor Spohr ordnet diese Merkmale nach einem Punktesystem. Da hat sie 4 Punkte. Mhm. Das Gesicht ist auch heute noch 4 und 5. Das sind die beiden, die Alkoholkinder sind. Sag mal, kannst du die Uhr schon lesen mit 8 Jahren? Wie spät ist es? Ich kann die nur mit zahlen. Ich kann die nicht mitschreiben. Du kannst sie nur digital. Alle kennen schon die Uhr, außer ich. Ja, und das Alphabet. Also sie. Man muss immer Hilfestellungen geben. Wir sind im 3. Schuljahr, müssen aber noch mal die 2. Klasse. Hast du wiederholt? Mhm. Und warum hast du das wiederholt? Ich kann nicht so gut rechnen, schreiben und lesen. Sie haben während der Schwangerschaft bei ihr getrunken. Mhm. Okay. Wann haben Sie gewusst, dass Sie schwanger sind? Ich habe erst in der 9. Woche erfahren, dass ich schwanger bin. Ja, also. Und in der Zeit war ich auch noch berufstätig in der Gastronomie. Das heißt, ich habe sogar vermehrt zum Feierabend mit den Kollegen zusammengesessen und meine 1, 2, teilweise auch 3 Feierabendgetränke getrunken. Gut, also tapfer von Ihnen, dass Sie das so freiwillig sagen. Ich habe viele Mütter gesprochen, die immer das abgetan haben. Und das sind auch 4 Punkte. Und damit hat Sophie ein klassisches Alkoholsyndrom. 4-4-3-4. Fetales Alkoholsyndrom, weil der Alkohol in der Schwangerschaft als Gift auf den gesunden Fötus trifft. Das Zielorgan ist das Gehirn. Und der Alkohol wirkt schädigend in der gesamten Schwangerschaft. Und Zielorgan ist das Gehirn. Ich habe große Probleme damit gehabt, weil ich das meinem Kind angetan habe. Ich bin daran schuld, dass das so ist. Und ich kann das nicht verändern. Ich kann da nicht irgendwie das rückgängig machen oder so. Sie wird ein Leben lang damit leben müssen. Und ich werde ein Leben lang gucken müssen, dass ich sie dementsprechend unterstütze und dass ich da bin für sie und versuche, das wenigstens ein bisschen gut zu machen, wenn ich schon so kopflos war früher. Ja. Jenny hat 3 Töchter. Nur die jüngste, Melissa, ist gesund. Bei ihr wusste Jenny, dass Alkohol ungefiltert ins Fruchtwasser gelangt und die Entwicklung des ungeborenen Kindes direkt schädigen kann. Ja, ich weiß, Schatz. Einmal Zähne zusammenbeißen. Wer schön sein will, muss leiden. Hm? Du musst gleich leiden. Ey, weißt du, wie mir das auch immer weh tut, wenn ich das ordentlich haben will? Rob kam mit ihrem Kind und sagte, ich habe Angst, dass mein Kind ein Alkoholsyndrom hat. Und sie war so fahrig. Sie wirkte so chaotisch und dann habe ich sie mir ein bisschen genauer angeschaut und dann habe ich plötzlich gedacht, Frau
kann das sein, dass ihre Mutter auch getrunken hat? Und sie sagt, ja, das stimmt, ich war auch im Heim. Und dann habe ich ihren Kopfumfang gemessen und noch ein bisschen genauer ihren Alltag, wie sie ihn strukturieren will und was sie schafft und was sie nicht schafft. Und da war es ganz eindeutig, dass sie selber ein Syndrom hat. Naja, ich habe gar nicht den Verdacht gehabt bei mir, obwohl ich mich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt habe, fast ein Jahr, ja, bin ich nur von Sophie auch ausgegangen. Und deswegen war das schon erstmal so, okay, krass. So, das musste jetzt erstmal kurz sacken lassen. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis das richtig angekommen ist, was das jetzt eigentlich tatsächlich bedeutet. In Deutschland geht man von rund 800.000 an FAS-Erkrankten aus. Einige hundert von ihnen sind in Vereinen organisiert. Jenny ist auf dem Weg zu einem FAS-Treffen. Auch ihre mittlere Tochter hat FAS, in schwächerer Form. Auch bei ihr hat Jenny getrunken. Mal ein Glas Sekt in den ersten Wochen, sagt sie. Jenny beschreibt FAS als tückisch, weil die Krankheit sie unzuverlässig macht, weil sie nichts im Griff hat. Jenny nennt das im Nebel leben. Eingeladen zum Treffen in Fulda hat der Verein FASD Deutschland. Da die meisten Menschen mit FAS ein Leben lang Unterstützung brauchen, sind viele der Betroffenen mit ihren Pflegemüttern und Betreuern angereist. Ich habe erreicht, dass dieses Wochenende hier das Projekt des Monats September auf der Homepage der Drogenbeauftragten wird. Weil am 9.9. ist auch Tag des alkoholgeschädigten Kindes. Und viele in der Runde haben, wie Jenny, lange nicht gewusst, warum ihnen die einfachsten Dinge so schwer fallen. Und mir liegen ganz besonders die Erwachsenen mit FASD am Herzen. Ich komme aus Annaburg-Buchholz, weiß seit 2013, dass ich FASD habe und habe darüber ein Buch geschrieben, ich das Kind aus der Schnapsflasche. Ich habe zwei erwachsene Söhne mit FASD, wobei einer mitgekommen ist. Ja, mein Name ist Tim Puffler, ich habe die Diagnose seit 2012 und bin das zweite Mal heute hier, freue mich auch drauf und ja. Ich habe auch FAS und bin seit sieben habe ich FAS. Ich bin Maria Höller und ich bin die Pflegemutter von Maurice und wir haben noch eine zweite Pflegetochter mit FASD. Ja, ich bin Jenny und bin auch selbst FAS betroffen und habe auch zwei Kinder, die betroffen sind. Nein, zwei Kinder, die betroffen sind und ein Kind, das gesund ist. Ne? So. So. Die Krankenkassen, die wissen überhaupt nicht, was FAS ist. Das muss man auch schon wissen. Auch sämtliche ärztliche Einrichtungen. Also. Ja. Die Beantragung eines Pflegegrades. Stufe 2 muss das sein. Ich würde gerne noch Öffentlichkeitsarbeit mit reinnehmen. Was gibt es schon und wo ist noch Bedarf? Die Politik, die wissen ja auch nicht sehr viel darüber. Also es kommt jedenfalls nicht so rüber, als wüssten sie es. Bei ADHS weiß da auch jeder sofort, was das ist. Ja. Warum nicht bei FAS? Das könnte auch, ach, FAS, dass jeder wenigstens weiß, das gibt es, das ist da, das haben viele. Wir sitzen jetzt hier 45 Minuten. Wollen wir jetzt einen Break machen von 5 bis 10 Minuten für die Raucher? Ja. Die Eltern von meinen Kollegen, die FAS haben, die wissen gar nicht, dass die Kinder FAS haben. Das wissen die gar nicht. Nur die Kollegen wissen das, aber sonst weiß keiner davon. Ich meine, ihr FAS-Betroffene, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Aber erklärt das mal den Außenstehenden. Und da hast du Selbstzweifel und das Schlimmste, was passiert ist, ich habe die sehr oft ungerecht behandelt, weil ich ja immer gedacht habe, weil ich auch gesagt habe, ich habe dir das jetzt 100-mal gesagt, jetzt musst du das aber kapieren. Ich mache solche Sachen nicht mehr, wir gehen ganz anders miteinander um. Ja. Ich habe mal im Zug ein Haargummi verloren, da fing ich im Zug an zu heulen und konnte mich nicht mehr beruhigen. Ja. Es war mir peinlich, aber ich konnte mich nicht mehr beruhigen. Das kann eine Kleinigkeit sein, das bringt mich so aus der Fassung raus. Ich muss ehrlich sagen, ich war früher ein ziemlich aggressiver
Junge, sage ich jetzt mal so. Ich hab, wenn mich was genervt hat, ich bin aggressive geworden bis zum geht nicht mehr. Ich hab, egal was mir im Weg stand, entweder habe ich drauf gezimmert oder ich hab drauf geschlagen. Ich habe Möbel zerstört, ich habe Türen zerstört. Ja. Ich bin wirklich sehr heftig auch auf Menschen losgegangen, wenn sie mich in eine Situation gebracht haben. Und heute ist es nicht mehr so, dass ich so explodiere. Ich werde dann ganz ruhig. Ich frage mich gerade, bin ich die Einzige, die bei der leiblichen Mutter groß geworden ist? Oder gibt es noch jemand? Wahrscheinlich. Ja, ich bin auch Chris, oder? Bei meiner leiblichen Mom groß geworden. Ja, und ich habe halt auch schon wirklich mal mit ihr drüber gesprochen. Ja. Und sie hat mir auch schon tausendmal gesagt, dass es ihr leid tut, dass sie zu meiner Geburt gedrungen hat. Ja. Und so, und ich habe dann halt auch vergeben. Ja. Und ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, 23 und meine Mama ist jetzt schon seit 22 Jahren trocken. Also meine leibliche Mutter hat ja nun, muss ich echt sagen, vorsätzlich getrunken. Ja. Sie hat gewusst, dass sie getrunken war mit mir, sie hat trotzdem weiter getrunken. Aber war sie sich der Folgen bewusst? Ich meine, dass das glaube ich also meine Mutter hat mich abgestoßen, weil ich krank war. Also sie hat ja den Zusammenhang nicht verstanden. Ich glaube, sie wird ihn bis heute nicht verstehen. Dass sie das verursacht, sie hat das verursacht. Also ist auch gar nicht in der Lage, wahrscheinlich das zu verstehen, weil wenn sie auch Alkoholikerin ist und nee, so, sie ist keine Alkoholikerin gewesen. Nein, sie hat eine depressive Phase gehabt, als sie schwanger war. Sie wollte mich nicht haben. Sie war gerade frisch geschieden, hatte schon zwei Kinder. Sie war in einer unheimlich schwierigen Lage. Sie wollte feiern, sie wollte das Leben genießen. Und die Schwangerschaft kam ihr einfach in den Weg und dann hat sie halt weitergemacht. Und sie hat ja später wieder ohne Alkohol weitergelebt. Also es war nur eine blöde Phase für sie. Ich mache mir große Vorwürfe natürlich dafür, dass ich meine Kinder auch so geschädigt habe und denke, heute hätte ich das damals gewusst, dass ich das habe und womit das zusammenhängt und was das alles bedeutet, hätte ich wahrscheinlich anders gehandelt, weil ich jetzt einfach mit dem gesamten Thema anders umgehe. Jenny wohnt mit ihren Kindern mitten in Berlin. Ihr Lebensgefährte, der Vater von Melissa, arbeitet auf Montage. Was nun? Was nun? 3 Zimmer hat die Wohnung. Ihr Zufluchtsort. Verstoßen. Morgens, wenn die beiden Großen in der Schule sind, ist Jenny allein mit Melissa. Dann macht sie immer dasselbe. Aufräumen, putzen, kochen, waschen und immer wieder aufräumen. Das ist so, es gibt so eine Zeit, eine Phase, da schaffe ich richtig viel. Und dann irgendwann ist aber wieder so der Punkt erreicht, wo ich eigentlich wieder ins Bett möchte und gar nicht mehr aufstehen mag. So, und an dem Punkt bin ich gerade eigentlich wieder. Das ist halt... Ne, ein Auf und Ab. Der Küchentisch. Barometer für Jennys Zustand. Alles landet hier. Einkauf, Briefe, Geschirr, Socken. Jenny ist nicht fähig, die Dinge dorthin zu legen, wo sie ihren Platz haben. Ein klassisches FAS-Problem. Sie lebt mit der Angst, ihr Chaos nicht in den Griff zu kriegen und deswegen die Kontrolle zu verlieren. Hier stehen so einfach so die ganz normalen Sachen drin. Ne? Wäsche zusammensammeln, Wäsche anstellen, Wäsche abnehmen und aufhängen, Geschirr, Spülmaschine und Leergut in die Küche räumen, Spülmaschine ein- und ausräumen. Am besten als erstes immer die Wäsche, weil wenn die bis zu einer bestimmten Zeit nicht fertig ist, dann hänge ich die nicht auf. Dann wasche ich die 5-mal. Teilweise, es ist wirklich so, weil ich dann abends einfach auch nicht mehr... hochkomme. Wenn ich mich mit Melissa hinlege und die dann zur Ruhe bringe, dann ist bei mir auch der Ofen aus. Sophie war als Kleinkind wenig auffällig. Sie konnte zwar nicht allein spielen, nichts zu Ende machen und zeigte Aufmerksamkeitsstörungen. Doch erst in der Schule wird das Ausmaß deutlich sichtbar. Jenny hofft heute auf Hilfe von Heike Wolter. In der Kinderpsychiatrie der Charité. Der Bewegungsdrang ist sehr intensiv. Und wenn du zu Hause lernst, wenn du übst für die Schule oder Hausaufgaben machst, wie lange hältst du da durch? Wann musst du aufstehen und nur einmal rumlaufen?
Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Kannst du die ganze Zeit still sitzen? Mhm. Also ein bisschen. Ist ja nicht schlimm. Ich will es nur mal wissen, wie lange du es schaffst, wirklich ruhig zu sitzen. Also ich denke, wir sollten einen Behandlungsversuch machen. Mhm. Und von daher denke ich, sollten wir das einmal probieren. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Toilette ist. Hier ist eine Toilette. Tschüss, Sophie. Na, können Sie sich das vorstellen, ob nicht ein Medikament? Ja, ich bin ja bei mir auch am Überlegen, weil ich jetzt auch gerade wieder einen Rückfall hatte. Ich komme mit meinem Alltag sonst nicht klar, ganz ehrlich. Also im Moment bin ich total überlastet mit dem Ganzen. Ich muss dafür sorgen, dass meine Wohnung eine gewisse Struktur hat. Und das fällt mir unwahrscheinlich schwer. Ich brauche jetzt einmal die Blutwerte. Wir wollen gucken, dass du morgens eine Medizin nimmst, um dir zu helfen, dass du dich besser konzentrieren kannst in der Schule. Und einmal Blut abnehmen, einmal einen kleinen Pieks. Doch, das müssen wir aber machen, Sophie. Das ist ganz dolle wichtig. Das ist in einer Minute vergessen, Sophie. Sophie, du brauchst überhaupt keine Angst. Ich will nicht, Mama. Bitte. Nein. Ich lasse mich an mir. Lea, Sophie, hör mal auf jetzt, bitte. Für Kinder mit FAS gibt es Ärzte, für betroffene Erwachsene nicht. Deswegen geht Jenny zu Dr. Gerhard Perchalla, einem Psychiater, der eigentlich ADHS behandelt. Frau bitte. Wir sehen uns heute zum ersten Mal. Was führt Sie zu mir? Ich mache mir so ein paar Notizen mit, ja? Ja. Schreibe ein bisschen mit. Ich habe jetzt vor einem Jahr circa bei Professor Spohr die Diagnose bekommen, dass ich das fetale Alkoholsyndrom habe. Und es wurde vorgeschlagen, dass geguckt wird, ob mir das Medikament Methylphenidat, war das glaube ich, helfen kann, meine Konzentration zu steigern. Also, was hat Sie denn zu Professor Spohr geführt? Von meiner Seite aus erstmal gar nicht wegen mir, sondern weil meine Tochter auffällig ist. Also Sie haben drei Kinder, ne, sagten Sie? Meine mittlere Tochter ist auch dort vorstellig geworden dann. Im Laufe der Behandlung meiner ersten Tochter haben wir uns so ein bisschen auch über den Rest unterhalten. Und da hat er dann gleich gesagt, die mittlere sollte auch mal kommen und untersucht werden. Und, ja. Und er hat zu beiden gesagt, dass da ein fetales Alkoholsyndrom vorliegt. Ja. Und auch bei Ihnen. Ja. Okay. Ja. Ja. Wie war das bei Ihnen in der Kindheit und in der Grundschulzeit? Können Sie sich daran erinnern oder? Naja, zum Beispiel konnte ich den einen Tag das Einmaleins flüssig und gut und den nächsten Tag haben wir teilweise, also wusste ich einfach nicht mehr die Lösungen oder den einen Tag kann ich einen Rechenweg und habe das verstanden und den nächsten Tag ist das wieder weg. Damit habe ich große Probleme. Also Konzentration, Gedächtnis, Merkfähigkeit und noch etwas? Ja, ich bin selbst ein bisschen überfordert mit dem Ganzen, ne, mit der Info auch, dass ich das auch habe, weil ich mir das so nicht vorgestellt habe. Was bedeutet das? Also wenn Sie sagen, dass ich habe mir das Leben nicht so vorgestellt. Naja, ich habe immer damit zu kämpfen gehabt, dass es bei mir alles nicht so klappt, wie es bei normalen Menschen klappt, ja. Mhm. Normaler Schulweg, dann okay. Ausbildung, dann ne, diese ganzen Dinge. Mhm. Und jetzt hat das Ganze einen Namen. Ich meine, auf der einen Seite nimmt es mir die Last von den Schultern, dieses Gefühl, du bist einfach zu blöd zum Leben.
ist nicht mehr so. Aber auf der anderen Seite ist es auch total scheiße zu wissen, dass ich ein Leben lang irgendwie unterstützt werden muss. Die FAS-Selbsthilfegruppe in Berlin. Die einzige in Deutschland, in der sich FAS-Kranke selbst organisieren. Menschen, die einander verstehen. Sie verbindet ein Leben voller Missverständnisse und Niederlagen. Dumm sind wir ja nun mal nicht. Ne? Es ist ja einfach nur so, dass wir eingeschränkter fähig sind, den Alltag zu meistern. Ich meine, wir können den Alltag durchaus schon meistern mit Unterstützung und mit gewissen Hilfesachen, die wir uns selbst so erarbeiten. Also gerade diese Überforderung, das ist, ich kann mir nicht so viele Dinge gleichzeitig merken, das ist einfach so. Ich kann wirklich nicht sortieren. Wir müssen mal in meinen Küchenschrank gucken, also nicht hier Tasse, Teller und so, das wird einfach aufgemacht und dann irgendwo was drin gemacht. Besteck und so, also da spielt mein Gehirn nicht mit. Ich habe das Problem mit meinem Müll zu Hause. Also die nehmen den nicht mit, den gelben Sack. Nehmen den andauernd nicht mit, der stapelt sich schon im Keller. Und weil ich ja irgendwas anscheinend reinschmeiße, was da nicht reingehört. Nee. Und keine Ahnung. Also. Sollen sie doch froh sein, dass du deinen Müll wegschmeißt. Ihren Alltag beschreiben FAS-Patienten als die größte Hürde. Das Abrufen von erlernten Verhaltensmustern funktioniert nicht. Sie bringen Dinge nicht durcheinander, sondern vergessen sie. Sie sind impulsiv und planlos. Also bei mir ist es so, dadurch, dass also im Kopf habe ich halt die ganze Zeit irgendwie Chaos, zigtausende Gedanken und so. Und dann schaffe ich das gar nicht, mich auf solche Dinge dann zu konzentrieren. Aber kurioserweise habe ich eigentlich immer ein System in meinem Chaos. Das heißt, ich finde mich da schon zurecht, es darf nur niemand anders da reinfummeln. So, das heißt, ich weiß, wo habe ich meine wichtigen Sachen und so. Ja, und mit den Kindern war es halt so, dass ich eigentlich vorher immer irgendwie einen Partner hatte, der das so ein bisschen eingedämmt hat. Seit der FAS-Diagnose weiß Jenny, warum in ihrem Leben so vieles schief lief. Dass sie eine Außenseiterin war, ihre Freundschaften nicht hielten. Ihre drei Kinder haben drei verschiedene Väter. Das gehört nicht. Wenig in ihrem Leben hat Bestand. Scheitern prägt Menschen mit FAS. Die Selbsthilfegruppe in Berlin. Fast alle hier erhielten ihre Diagnose von Professor Spohr. Der Kinderarzt hält den Kontakt. Du fliegst raus, weil du die Berufsschule nicht schaffst. Ich sag's dir. Wie alt bist du? 21. Hast du einen gesetzlichen Betreuer? Nein, habe ich beantragt oder abgelehnt. Also die beschäftigen sich auch nicht wirklich mit. Also keine Ahnung. Du musst hingehen und sagen, ich habe dieses Syndrom, verdammt nochmal. Was wird aus den Kindern, wenn sie groß sind? Dann wird das Problem ihres Lebens nicht kleiner, sondern größer. Denn die Anforderungen des Lebens sind komplexer. Das heißt, es wimmeln erwachsene Alkoholsyndrome, die nicht diagnostiziert sind. Und die landen in der Psychiatrie, wenn sie depressiv werden oder suizidal, oder sie wandern in Knast. Drei Monate später. Jenny stößt immer öfter an ihre Grenzen. Wenn ihr die Kontrolle ganz entgleitet, steht ihre Selbstständigkeit auf dem Spiel und das Sorgerecht für die Kinder. Ihre Post öffnet sie wochenlang nicht. Termine mit Behörden und Ärzten hält sie nicht ein. Das ist von der AOK für den Pflegegrad, um den Pflegegrad zu beantragen. So. Jenny wohnt im selben Haus wie ihre Mutter. Kontakt haben die beiden nicht. Jenny hadert damit, dass die Mutter bis heute nicht mit ihr über den Alkohol spricht. Jenny hätte gefördert werden können, wenn sie als Kind schon eine Diagnose bekommen hätte. Ihre Töchter sollen jede nur mögliche Unterstützung bekommen. Deswegen hat sie einen Termin bei der Krankenkasse. Genau. Es geht darum, dass meine
Tochter jetzt eine Diagnose bekommen hat, soll ich einen Pflegegrad beantragen und den Schwerbehinderten ausweisen. Mhm. Sowas alles. Und habe mich da bisher noch so ein bisschen schwer getan. Ich weiß, dass man auch einen Schwerbehindertenausweis beantragen muss, dass man einen Pflegegrad beantragen muss und, und. Für Sophie, ja, ist es wichtig. Aber auch da habe ich Angst, diesen Weg tatsächlich richtig zu gehen, weil ich ihr nicht die Chance nehmen will, mal irgendwie doch auf dem ersten Arbeitsmarkt zu landen und vielleicht doch was zu machen, was ihr auch Spaß macht, weil in so einer Behindertenwerkstatt sehe ich sie eigentlich nicht. Machst du mit den Arm rein? Sie war schon immer anders als andere Kinder. Am Anfang war ich halt genervt von diesen typischen FASD-Verhaltensweisen, dieses Lügen, dieses Dinge in die Tasche stecken, die einem nicht gehören oder so. Dadurch, dass ich aber selber auch immer wieder so handle, gibt es für solch ein Verhalten keine Konsequenz. Was nützt es, wenn ich sie bestrafe für etwas, das sie ja eigentlich nicht mit Absicht tut und nicht aus Böswilligkeit, sondern weil es eben so ist? Rein. Oh, drücken. Mama. Was? Hab dich lieb. Ich dich auch. Das merken die auch, ne, dass ich gerade auch ein bisschen am Limit bin mit meinen Kräften. Ich habe gerade gesagt, dass sie irgendwas nicht dürfen oder so und 10 Minuten später weiß ich es schon nicht mehr. Und dann fragen sie mich nach dem, was sie nicht durften und haben es gekriegt. Letztens habe ich mir extra so einen Zettel an die Tür gemacht. 14 Tage keine Süßigkeiten für Leonie. So, ne, um das einfach auf dem Schirm zu behalten. Ja. Sie schreibt sich meistens das aus, aber auf und dann nehme ich das aber eigentlich immer weg. Merkt sie das? Nee. Das ist das cool. Wenn sie kein Zettel hat, dann weiß sie auch nichts mehr morgen. Also immer wenn sie ein Zettel hat, dann weiß sie alles. Und nicht, dann hab ich den Vorteil mit Leonie und Melissa. Die Familie wird eng vom Jugendamt betreut. Immer wieder geht es um die Frage, schafft Jenny es, ihre Kinder großzuziehen? Seit Jahren begleitet Herr Lemke die Familie, seit ein früherer Lebenspartner von Jenny gewalttätig wurde. Frau selbst kenne ich seit Frühjahr 2013. Wir haben eine Information von der Polizei bekommen über einen Fall von häuslicher Gewalt. Ich habe relativ schnell Frau ins Gespräch bekommen und habe erfahren, sie hat damals 2 Kinder gehabt, dass sie einen guten Blick auf ihre Kinder hat. Ich habe aber vermuten müssen, aufgrund der Kontaktaufnahme von Frau, dass da noch was anderes eine Rolle spielt. Und da begleiten wir dann. Das ist unsere Aufgabe, zu gucken, was haben Familien für einen Bedarf, was hat Frau für einen Bedarf. Also, dass es einfach auch effektiver wird, ne? Ja, effektiver. Naja. Man fängt irgendwo an, kommt dann irgendwann mal am Ende an und dann kann man vorne schon wieder von vorne anfangen zu kotzen. Zweimal in der Woche kommt eine Haushaltsorganisationstrainerin. Aber man kann das öfter leichter kurz machen und nicht jedes Mal so einen riesen Aufwand. Dann ist ja auch so ein Kraftaufwand dabei. Ja. Ich hasse es trotzdem. Ich hasse Wischen wie die Pest. Schon immer. Ich weiß nicht. Alles, was damit zu tun hat, kann ich nicht mehr leiden. Weil es einfach eine never-ending Story ist. Was ist denn schon wieder? Sophie, komm mal bitte her. Ich mach das jetzt ganz kurz fertig und dann... Dann warten wir. Ey, Fräulein. Hergeben. Dankeschön. Nee, könnt ihr auch ohne Wasser. Wasser hat Mama euch gesagt, dürft ihr in der Badewanne mitspielen. Und sie nimmt ja was, will das wegbringen. So, dann sieht sie, ach, eine leere Flasche. Ach, Flasche, so, wegbringen. Siehst du, oh, die Creme, die hat ja, der Deckel ist ja auch nicht zu.
Dann macht sie den Deckel darauf, hat die Flasche hier abgestellt und dann sieht sie, ach Gott, Schokolade hier bei der Creme, da gehört es gar nicht hin. Dann räumt sie die Schokolade hier hin erstmal, weil sie die woanders hinlegen will. So, dann kommt ein Kind rein, sieht die Schokolade. Also und so ist, entsteht das Chaos. Ja. Man kann es nicht ändern. Man kann nur versuchen, damit klarzukommen und sich die Ziele nicht mehr so hoch zu stecken, um nicht immer wieder so tief zu fallen, weil man seine eigenen Ziele nicht erreichen kann. Nee, 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 nee. Nee, hey. Nein. Strom? Nein. Ne? Nein. Und das weißt du auch. Ihr habt Bescheid zu sagen, ich stecke den Stecker rein und ich ziehe ihn auch raus. Unfair. Und gemein. Dann ziehst du dir bitte den Staubsauger da neben den Tisch. Ja, hier ist doch neben. Na, weiter an die Couch ran. Bitte. Genau, dann lehnst du das an der Couch an, dann gehst du den Tisch vorziehen, damit du dahinter saugen kannst. Ich bereue es nicht, dass sie da ist. Ja, auf keinen Fall. Aber ich finde es schade, dass sie nicht die Möglichkeiten haben wird, die ein gesundes, normales Kind hat. Und das weiß ich ja jetzt schon. Ich merke das ja, wie sie ist. Da, stopp, da. Guck mal noch mal richtig unter die Heizung, bitte. Naja. Hätte ich das gewusst, was das mit meinem Kind macht und wie sehr es sie beeinträchtigt und wie viele Sorgen ich mir um sie machen werde müssen, ein Leben lang irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich dann so entschieden hätte. Ne? Oder ob ich dann vielleicht nicht doch den Weg gegangen wäre, einen Abbruch machen zu lassen. Jenny hat zugestimmt, sich von einem Psychiaterzirkel befragen zu lassen. Die Ärzte sind alle ADHS-Spezialisten, wissen aber kaum etwas von FAS. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück. Was wissen Sie denn von der Schwangerschaft und von der Geburt? Von meiner? Ja. Von meiner eigenen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich unerwünscht war. So. Mhm. Das habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, auch so wie meine Mutter uns behandelt hat. Und deswegen, also wir wohnen zwar im selben Haus, reden aber schon seit 4 Jahren, 5 Jahren nicht mehr miteinander, laufen eigentlich aneinander vorbei. Okay. Und gab es da irgendwelche bestimmten Konflikte, die dazu geführt haben? Aber ich glaube schon, dass die erste Phase mit mir sehr anstrengend war, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen. Also für mich fehlt die Vorstellung, warum wir sonst so viel eingeschlossen waren. Eingeschlossen? Im Kinderzimmer. Ja. Das war schon so, dass meine... Also zur Strafe oder einfach... Weil meine Mutter überfordert war, würde ich sagen, oder ihre Ruhe haben wollte. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. So, ich weiß auf jeden Fall, dass es ganz oft war, dass mein Vater, wenn er von der Arbeit gekommen ist, erstmal die Kinderzimmertür aufgeschlossen hat. So. Ja. Wow. Ja. Aber da war das Jugendamt nicht zu sehen. Nee. Mhm. Sophie? 2 Monate später. Das ist ein Spiel. Mach den doch einfach hier mit rein. Nein. Wofür macht Mama das eigentlich, dass ich irgendwas an feste Plätze lege? Aus Langeweile, um euch zu ärgern, oder? Mama, was denn? Ich das hier weiter ausmalen gleich draußen. Du darfst gerne helfen beim Aufräumen. Da wäre ich dir sehr dankbar für. Ach, du musst gar nicht hier. Nee, du musst gar nicht hier anfangen. Hallo, hallo, stopp! Ja. Herkomm. Ja. In diese Richtung. Oh! Ja. Was soll ich machen? Was sollst du machen? In den Flur, meine ich.
Gar nichts im Flur. Wie wär's denn mit deinem Zimmer? Nein. Doch, geh mal jetzt die Bücher ins Regal räumen, bitte. Aber Leonie soll helfen. Kannst du nicht unabhängig von Leonie einfach jetzt eine Sache machen? Nur eine Sache. Ich bitte dich doch nur um die Bücher. Ja. Mittlerweile könnte Jenny ohne die Unterstützung vom Amt nicht mehr in ihren eigenen vier Wänden leben. Sophie, findest du das eigentlich witzig, mir dabei zuzugucken, wie ich eure Sachen aufräume? Findest du das fair? Nein. Nein, ich nehme mich auch nicht. Aber machst du einfach. Na, 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 jetzt. Ah, 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 nicht. Wird gleich wieder grün. Nein, hört bitte auf. Jennys Jahr hat zwei Jahreszeiten. Im Frühling blüht sie auf. Im Herbst baut sie ab. Jetzt kommt noch die Sorge hinzu, dass sie sich nicht genug um die Kinder kümmert. Sie spricht immer öfter davon, dass der Lebensmut sie verlässt. Das Jugendamt ist alarmiert. Die Gedanken sind da. Die Gedanken sind da und man hat so seine Fantasien. Aber es ist einfach so, dass ich auch tierische Angst davor habe, dass es eventuell nach hinten losgeht. Es ist machbar, sich für eine Woche, 14 Tage, 3 Wochen, wie Sie wollen, Ihre 3 Perlen in eine Pflegestelle bringe. Nein, auf keinen Fall. Jetzt haben wir da 3 Mäuschen und die Mutter ist nicht stabil, die bringt sich da vielleicht um. Nein, wir hoffen darauf, dass ich wie die letzten Jahre auch durch den Dezember komme, irgendwie. Im Dezember erhielt ich eine Meldung der Familienhelferin, dass Frau suizidale Gedanken geäußert hat. Das ist für uns immer ein Alarmzeichen, sofort zu reagieren. Und da ich Frau auch ein wenig kenne, habe ich sie angerufen. Sie hat mir glaubhaft versichert, dass sie einen guten Blick auf ihre Kinder hat. Sie hat mir versprochen, dass sie sich, wenn es wieder dunkel wird bei ihr, dass sie sich meldet. Ich denke, wenn es akut werden würde, würde ich sie auch anrufen oder ihnen die Kinder vorbeibringen. Hm? Ist das versprochen? Ja, definitiv. Ich möchte ja nicht, dass meine Kinder hier sitzen und dann... Ja. Wenn man mir meine Kinder nehmen würde, weil andere der Meinung wären, dass ich nicht in der Lage bin, das wäre für mich der Todesstoß. Definitiv. Dann bräuchte ich nicht mehr weitermachen. Da gibt es keinen Grund mehr. Das ist der einzige Grund, warum ich aufstehe und weitermache. Zwei Monate später. An einem Mittwoch wird die Familie abgeholt. Jenny hat den Kampf gegen ihr Chaos verloren. Sie muss die Wohnung verlassen. Bis auf Weiteres zieht sie in eine Mutter-Kind-Einrichtung und bekommt einen gesetzlichen Betreuer. Herr Lemke vom Jugendamt kümmert sich weiter um sie. Mit seiner Hilfe hofft Jenny, irgendwann in ihre Wohnung zurückkehren zu dürfen. So, wollen wir loslegen? Mhm. Hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Ja. Wie ist die aktuelle Situation? Wie sind Sie da angekommen? Wie geht's den Kindern? Na, ich würde sagen, dass die Kinder sich in der Regel schon wohlfühlen. Ich meine, manchmal sagen sie natürlich, sie möchten gerne nach Hause, auch wegen dem Kater und so. Mhm. Aber in der Regel ist es schon so, dass sie da gerne sind. Der Spielraum ist natürlich total angesagt bei den Kindern.
Und dann tut uns gut, dass da nicht so viel ist, ne? Dass einfach so klar ist alles sozusagen. Also die Schränke sind relativ leer und das ist nicht so eine Überflutung die ganze Zeit für uns alle. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es halt nicht das Zuhause. Aber Sie haben mit Blick auf Ihre Kinder diese Hilfe angenommen. Sie arbeiten mit den Betreuern zusammen, um einfach zu gucken, in welche Richtung geht das. Mhm. Ja, aber so mit dem Gedanken daran, vielleicht gar nicht mehr so alleine leben zu können, ist nochmal ein harter Brocken. Wenn Sie sich was wünschen würden, wie sieht Ihre Zukunft aus? Mit dem Wissen, dass Sie diese Diagnose haben? Mein Wunsch ist es, bestmöglich für die Kinder sorgen zu können. Hm. Selbstständig. Wohnung, eigene Wohnung und schön wieder alles zu haben. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber trotzdem ist die Angst da, dass irgendwann jemand zu mir sagt, ja? Es geht nicht, sie schaffen es nicht. Die Kinder müssen woanders hin. Das ist eigentlich die größte Angst. Wir gucken das mit Ihnen zusammen an. Man fühlt sich eh schon so klein. Und so schwach, ja. Als Versager. Mhm. Das ist seitdem ich Sie kenne, Frau, seitdem ich Sie kenne, habe ich Ihnen gesagt, dass ich den Hut vor Ihnen ziehe, weil Sie sind eine starke Frau. Ich habe Sie immer gefragt, wo Sie Ihre Kraft herholen. Ich weiß, dass Ihnen das schwerfällt, aber Sie machen's. Naja, ich habe ja auch keine Wahl, ne? Doch, Sie hätten die Wahl. Na was? Nee, ich habe keine Wahl. Sie haben immer eine Wahl, Frau. Nee, aber nicht, wenn es darum geht, dann wegzugehen von den Kindern. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Halten Sie durch, Frau. Jenny hat den Mut, ihre Geschichte zu erzählen. Weil noch immer viele glauben, ein Gläschen Alkohol schade dem Kind im Mutterleib nicht. Jenny weiß es besser.